Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Üpos darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Die Inflation steigt, handeln Sie überlegt, das soll das Thema der nächsten 15 Minuten sein. Ich glaube, das Thema Inflation ist momentan eine Überschrift, die Sie sehr häufig lesen, sei es in der Tagespresse, sei es eben entsprechend in den Finanzgazetten. Ich möchte Ihnen kurz darstellen, wo wir beim Thema Inflation stehen, warum es keinen Grund zur unüberlegten Panik gibt, aber warum man sich durchaus mit der eigenen Vermögensstruktur beschäftigen sollte, um ja auch sinnvolle Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Im Nachgang werden Sie selbstverständlich die Präsentation respektive die Aufzeichnung erhalten, damit Sie das eine oder andere nochmal in Ruhe durchschalten oder durchschauen können. Und am Ende haben wir sicherlich auch noch Möglichkeiten, hier entsprechend auf Ihre Fragen einzugehen. Wir steigen zunächst ein mit einem sehr trostlosen Bild. Was Sie hier sehen, das sind die Renditen verschiedener Vermögensklassen. Also wir beginnen ganz links mit der Rendite von fünfjährigen deutschen Staatsanleihen. Und Sie sehen, die Rendite ist negativ, minus 0,43%. Zweijährige deutsche Staatsanleihen rentieren sogar bei minus 0,9%. Also für kurzfristige Kapitalanlagen im sicheren Hafen der deutschen Bundesanleihe ist ein Preis zu bezahlen. Es wird keine Verzinsung mehr gewährt, sondern es ist eine Verwahrgebühr an den deutschen Staat zu entrichten. Dementsprechend die Sparbücher tendenziell bei Null. Wir sehen verstärkt auch, dass neben Firmenkunden auch private Anleger mit Einlage- und Verwahrgebühren konfrontiert werden, sofern sie gewisse Volumina auf den Konten vorhalten. Also die Banken geben hier die Negativverzinsung der Europäischen Zentralbank in Höhe von 0,4% dementsprechend an die Kunden weiter. Teilweise wird hier noch eine gewisse Marge on top darauf geschlagen und wir sehen im Banken- und Finanzsektor, dass neue Gebühren erhoben werden, weil eben die Querfinanzierung über die Zinsmarge heutzutage nicht mehr funktioniert. Ansonsten der nächste Schritt, das wären natürlich Unternehmensanleihen, solider Schuldner. Und wenn man hier die Abgeltungssteuer in Abzug bringt, dann da sehen Sie das hier auch sehr schön dargestellt, die Rendite bei 0,76%. Dazu muss man auch berücksichtigen, dass es auch Einkaufskosten gibt, wenn Sie Anleihen erwerben, die Differenz zwischen dem Bid und dem Ask-Price. Aber Sie sehen schon sehr, sehr deutlich, auch mit Unternehmensanleihen guter Bonität sind wir doch deutlich unterhalb der voraussichtlichen Inflationsrate für den Februar diesen Jahres, die mit 2,2% für Deutschland angegeben wird. Der nächste Schritt, das wären Anleihen aus Schwellenländern mit guter Bonität, also quasi hier Staatsanleihen. Auch hier sehen Sie, da gibt es eine Differenz zur roten Inflationslinie. Und erst wenn Sie in Anleihen niedriger Bonität investieren, sogenannte Hochzinsanleihen, High-Yield-Bonds oder auch liebevoll Ramsch-Anleihen genannt, da sehen Sie auch, wenn wir hier die Inflation in Abzug, sorry, nicht die Inflation, die Abgeltungssteuer, die übrigens auch mal wieder zur Disposition steht, was die Abschaffung betrifft, in Abzug bringen, dann sind wir selbst damit nur knapp bei der Inflationsrate. Und das zeigt doch einen extrem dramatischen Anlagenotstand im US-Dollar. Da sieht es ein bisschen besser aus, wie Sie hier sehen, mit etwas über 4% nach Steuern. Aber ich muss Ihnen leider auch später noch darstellen, dass das auch nur optisch täuscht, weil wir haben hier Währungseffekte zu berücksichtigen. Aus Sicht der Europäischen Zentralbank und auch aus Sicht der ordnungspolitisch angehauchten Vertreter der wirtschaftlichen Betrachtungsweisen könnte man momentan argumentieren, dass die Europäische Zentralbank ihr Inflationsziel erreicht hat. Sie sehen wiederum das Ziel von nahe 2% in Schwarz hier mit der Linie entsprechend dargestellt. Wir sehen die Entwicklung der harmonisierten Verbraucherpreise in der Eurozone. Sie sehen es. Das hat sich hier jetzt getroffen. Dementsprechend könnte man argumentieren, dass nun ein guter Zeitpunkt ist, sich von der lockeren Geldpolitik zu verabschieden, das Anleiheaufkaufprogramm zu beenden, respektive hier auch eine Zinswende vorzunehmen. Und das wäre natürlich eine Wirkungskette, die durchaus sinnvoll erscheinen würde. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen bei der Inflationsrate, dann müssen wir doch differenzieren zwischen der klassischen Inflationsrate, die wir eben bei 2% gesehen haben für die gesamte Eurozone und eben der Kerninflationsrate, die gemessen wird ohne den Einfluss von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak. Und selbstverständlich, wir alle nutzen Strom und Benzin, wir alle müssen essen und der eine oder andere wird auch mal etwas Alkohol und Tabak konsumieren. Aber Sie stellen sehr schön fest, dass diese Kerninflationsrate in blau dargestellt, die ist bedeutend stabiler. Das heißt, wir sehen ja nicht diesen massiven Abfall in die Disinflation, die sehr, sehr stark geprägt war von den implodierenden Energiepreisen, also eben vor allem auch dem
Preis für Öl hier an erster Stelle und dementsprechend die Kerninflationsrate hier weiterhin bei rund 0,9% liegt. Und die Europäische Zentralbank schaut aus unserer Perspektive sehr, sehr stark auf diese Kerninflationsrate, weil man auch weiß, dass wir hier gewisse Basis- und statistische Effekte haben, die dafür sorgen, dass wir jetzt diesen Ausreißer bei der Inflation nach oben haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Europäische Zentralbank auch in ihren nächsten Kommunikationsmöglichkeiten darauf hinweisen wird, dass man mit dem grundsätzlichen Erfolg der niedrigen Zinsen und auch der Staatsanleiheaufkaufprogramme zufrieden ist, weil man die Inflationsrate stabilisiert hat, aber dass man auch gleichzeitig ein Auge auf diese Kerninflationsrate haben wird, wo eben diese sehr schwankungsreichen Bestandteile herausgerechnet sind. Also von daher und vor dem Hintergrund auch der anstehenden europäischen Wahlen, die wir haben, können wir uns gut vorstellen, dass wir jetzt erstmal keine kurzfristige Zinswende in der Eurozone sehen, nur weil die Inflationsrate jetzt eben mal den Zielkorridor der Europäischen Zentralbank erreicht hat. Da will die Notenbank mit Sicherheit mehr sehen. Dort möchte man andere volkswirtschaftliche Daten sehen, die sich nachhaltig verbessern. Das eine könnte die Kerninflationsrate sein, das andere könnten natürlich auch die wirtschaftlichen Daten der schwächeren Länder der Eurozone sehen. Hier weiterhin sehr große strukturelle Probleme, was das Thema Arbeitslosigkeit angeht, insbesondere bei den Jugendlichen. Wir sehen die populistischen Themen und dementsprechend aus unserer Perspektive, die Zinswende wird hier nicht kommen. Der Sparer, der sollte jetzt nicht darauf warten, dass aufgrund der oberflächlich erreichten Inflationsthematik hier eine Zinswende stattfindet und wir wieder eine Zeit vor uns haben, wo wir zinslos und gebührenfrei hier entsprechend kapitalsicher parken können. Die gefährliche Wirkungskette, die wir momentan sehen, die ist also nach wie vor sehr stark intakt und ich glaube, das ist auch eine vernünftige Darstellung, die wir hier gewählt haben. Zunächst sehen wir natürlich zu niedrige Zinsen, dass die Reaktion natürlich auf die Finanzkrise und die anschließenden Probleme in der Wirtschaft und auch in den gestressten Bankensektoren, zum Beispiel in Italien, in Spanien und auch in Irland. Daraufhin mussten die Staaten ja die Banken stützen, die Staatsverschuldung ist gestiegen. In der Konsequenz haben wir Interventionen durch nicht wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer gesehen. Das sind eben auch die Notenbanken und nicht nur die Europäische Zentralbank kauft ja Anleihen auf, sondern auch andere Notenbanken sind hier natürlich sehr stark aktiv. Also wir haben de facto eine Knappheit an gewohnten risikolosen Investitionsmöglichkeiten, also klassischen Staatsanleihen, sehr gut besicherten Pfandbriefen und Unternehmensanleihen von Unternehmen mit sehr guter Bonität. Und im Verlauf dieser Kette werden Investoren natürlich in Investitionen gedrängt, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Das betrifft sowohl professionelle Anleger wie institutionelle Anleger, sei es Versicherungen, sei es Pensionskassen und Versorgungswerke. Aber das betrifft natürlich auch den privaten Anleger, der einfach aufgrund der Zinsknappheit hier natürlich Alternativen sucht. Realistisch betrachtet kann Ihnen niemand sagen, wann dieser Anlagenotstand endet, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen kurz darlegen, warum das Erreichen des aktuellen Inflationsziels nicht zu einem massiven Zinsumschwung führen wird. Bedenklich viel eher die offensichtliche Gleichschaltung vieler Investoren. Wir sehen das am Kapitalmarkt bei diesem massiven Aufkommen von Nachfrage für höher verzinste, festverzinsliche Wertpapiere, eben die sogenannten Hochzinsanleihen oder auch besicherte Unternehmensanleihen, die ein geringeres Zinsrisiko haben, sind momentan sehr stark en vogue. Und auch beim Immobilienmarkt sehen wir doch eine sehr, sehr starke Gleichschaltung der Investoren. Und dieser Herdentrieb, der führt natürlich dazu, dass wir ein Rückschlagspotenzial aufbauen. Dieses Rückschlagspotenzial können wir leider nicht aus historischen Rückblicken quantifizieren, weil die Situation ist neu. Wir haben einen 35-jährigen Bullenmarkt bei den Anleihen. Die meisten Kapitalmarktteilnehmer haben die Phase von nachhaltig steigenden Zinsen oder auch mal nachhaltig steigenden Inflationsraten nie wirklich mitgemacht. Also das kennt man zwar aus Lehrbüchern, aber nicht aus der Praxis. Im Kern aber für uns Anleger Risikostreuung wird bedeutend schwieriger. Die Welt ist heute vernetzter und auch einfach nur ein bisschen deutsche und US-amerikanische Aktien zu kaufen und damit zu glauben, dass das Vermögen wäre jetzt toll diversifiziert, das springt eindeutig zu kurz. In der Konsequenz für Sparer und Anleger, man muss heute etwas tun, nicht um die Rendite zu verbessern oder zu optimieren, sondern um seinen Risikostreuungsgrad und auch die Erwartungshaltung für die Zukunft auf einem Level zu halten, wie sie es vor 5, 6 Jahren geschenkt bekommen haben. Und dementsprechend, wenn diese steigende Inflationsrate und die Schlagzeilen in den Medien für etwas gut sein sollten, dann, dass es jetzt ein sehr guter Anlass ist, sich einmal mit seiner persönlichen Vermögensstruktur und den darauf wirkenden Umweltfaktoren zu beschäftigen.
Andererseits muss man auch ganz klar volkswirtschaftlich sagen, es muss eigentlich so sein, dass wir in Deutschland eine höhere Inflation haben als in anderen Ländern der Eurozone. Wir haben hier quasi Vollbeschäftigung. Wir sehen, dass die Zinsen für Deutschland viel zu niedrig sind. Ein Überhitzen der Konjunktur und einzelner Segmente der Vermögensmärkte ist durchaus realistisch und auch nach Lehrbuchdenke zu erwarten. Stichwort natürlich auch hier Kapitalanlage, Immobilien. Und vielleicht werden wir auch irgendwann die höhere Inflation als Preis für den Zusammenhalt der Europäischen Gemeinschaft akzeptieren müssen, weil ja Deutschland auch durchaus als Exportnation entsprechend profitiert. Zumindest die Unternehmen profitieren. Hoffen wir mal, dass der klassische Arbeitnehmer irgendwann auch mal profitieren wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn es im Euro so schlecht ist, dann gehe ich doch in den Dollar. Dort liest man, dass die Zinsen steigen und dass man 2,5% für US-amerikanische Staatsanleihen bekommt mit 10-jähriger Laufzeit. Auch das habe ich Ihnen hier oben mal mitgebracht. Aber wir müssen uns leider klar machen, dass wenn Sie in fremde Währungsräume investieren, dann tragen Sie ein Wechselkursrisiko. Besonders nachdem der Dollar jetzt relativ stark geworden ist, gibt es hier ein gewisses Rückschlagspotenzial gegenüber dem Euro. Und daher ist es für viele konservative Anleger sinnvoll, ihre Fremdwährungspositionen abzusichern. Und bei diesen Absicherungen entstehen typischerweise Absicherungskosten. Und diese Absicherungskosten, die liegen auf der Höhe der kurzfristigen Zinsdifferenz, also roundabout, auch das habe ich Ihnen hier mal gezeigt, momentan rund 2%. Und dann sehen Sie schon, okay, wenn in den USA die Zinsen etwas höher sind, aber ich habe 2% Absicherungskosten für die Währung, dann bleibt mir am Ende nicht viel übrig. Das heißt auch hier, die Investition in fremde Währungen, in fremde Anleihemärkte ist sinnvoll aus dem Aspekt der Risikostreuung, weil ich natürlich einen weiteren positiven Effekt auf mein Portfolio habe, wenn ich nicht nur Euro-Anleihen und Anleihen von Emittenten aus der Eurozone halte, aber es ist keine wirkliche Renditeverbesserung, es bringt mir nur etwas auf der Risikoseite, aber auch das kann man relativ effizient heute umsetzen mit einfachen Investments. Ansonsten, was Sie als Anleger im Wesentlichen tun können im ersten Schritt, ist erstmal Transparenz zu schaffen und sich klarzumachen, wie sieht überhaupt die Verteilung meiner Vermögenswerte aus, wo leide ich denn überhaupt unter einer möglicherweise steigenden Inflationsrate, wo leide ich denn unter einem anhaltenden niedrigen Zinsniveau, und das habe ich Ihnen hier mal auch dargestellt, dass man eben sich klar machen muss, wo habe ich eigentlich Geldwerte, sei es eben in Form von Kontoguthaben, wo rund 40% das Vermögen der privaten Haushalte liegt, also quasi auf momentan nahezu unverzinsten Konten. Rund 35% liegen nochmal in Versicherungsprodukten, die hier wiederum auch zu 90% in Anleihen investieren, die natürlich auch unter diesem extremen Anlagenotstand leiden. 5% liegen direkt in Anleihen, die natürlich auch momentan sehr geringe Renditen haben. Also man kann durchaus sagen, dass 80% des deutschen Geldvermögens sind direkt zinsabhängig angelegt. Die restlichen 20% sind ungefähr 5% Aktien. Und der Rest Zertifikate und Investmentfonds, und ja auch in den Fonds sind natürlich sehr große Vermögenswerte, die direkt in Anleihen und zinsabhängige Papiere investiert sind. Also ich glaube, die zinsabhängige Position im deutschen gesamten Geldvermögen ist extrem hoch. Vereinfacht könnte man auch sagen, das deutsche Geldvermögen ist in seiner Struktur eine Wette auf anhaltend niedrige Inflationsraten, steigende Zinsen und eine hohe Stabilität des Finanzsystems im Allgemeinen. So zumindest die Struktur, die die Bundesbank hier entsprechend ermittelt. Also darüber muss man sich mal Transparenz schaffen. Das Thema Vermögensstrukturanalyse ist hier ein wichtiges Thema, und wer das für sich mal indikativ selbst durchspielen möchte, hat die Möglichkeit, auf einer Webseite, die wir vor einigen Jahren kreiert haben, das mal selbst zu tun. Diese lautet www.mein-anlegerprofil.de, und dort können Sie mal spielerisch schauen, inwieweit die Zins- und Inflationsabhängigkeit Ihres Vermögens aussieht. Das Ganze natürlich anonym und kostenfrei. Im Nachgang haben Sie aber die Möglichkeit, entsprechend hier natürlich Fragen zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, die 15 Minuten sind um. Hier nochmal kurz unser Leistungsspektrum, was wir für private und professionelle Anleger entsprechend zur Verfügung stellen. Auch den Inflationscheck, die erste Grafik, die Sie gesehen haben, den veröffentlichen wir monatlich, immer wenn die Inflationsdaten vom Statistischen Bundesamt für Deutschland hier veröffentlicht werden. Das können Sie kostenfrei in einer Publikation beziehen. Wir sagen dort auch noch etwas zu den Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, und weiteren Themen, die mit den Aspekten Zins und Inflation zusammenhängen, sodass Sie da einen relativ kompakten Überblick, ich glaube, in 5 Minuten Lesezeit erhalten. In diesem Sinne werde ich die Aufnahme jetzt beenden, und Sie haben dann im Nachgang natürlich noch Möglichkeiten, über den Chat hier entsprechend Fragen zu stellen. An dieser Stelle zunächst vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Auf Wiedersehen.